Oh, er nimmt auf. Oh, das ist der dritte Versuch, was aufzunehmen. Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, wir haben hier Finde anhand der Schatzkarte. Genau. Den Weg. Ich habe auch versucht, eben. Ich habe die Schatzkarte hier drauf, auf Handy. So. Was ich denn festgestellt habe, ist ja, dass es irgendwo sein muss, wo eine. Wo zwei Gebilde sind und da wo eine Brücke ist. Also ich würde mal, ich starte einfach mal, wo ist das Bild? Wir machen einfach das Bild mal auf, nochmal. Inventar meine ich, wäre es gewesen. Hier, genau, da. Ansehen ist F. Da ist die, das ist eine Ruine, jetzt kommt es, eine Ruine und hier ist dieses eine Teil drauf. Es ist auf dieser Brücke und das müsste ja irgendwo sein, wo irgendwo ein Steinteil ist. Hier, guck mal hier. Und im Hintergrund ist eine Windmühle. Aber wo könnte das sein? Das ist hier, wenn man hier so eine Karte öffnet. Wo ist eine Windmühle zu sehen? Das ist die Frage. Bin da oben mal gucken gewesen. Wo ist eine Windmühle zu sehen? Das müsste näher Berge sein eigentlich. Vielleicht eher doch hier oben. Guck mal gerade, ich bin. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Also ich komme da hin. Weiß ich schon mal. Was ist das eigentlich hier? Hä? Was ist das denn? Bestimmt Startpunkt von so einem Rennen oder so, wa? Habe ich das erste Mal gesehen. Ich dachte mir einfach mal, fliegt man durch die Gegend. Vielleicht sehen wir ja was so. Wir erforschen mal gerade das Gelände. Vielleicht finden wir was. Also die weiß ich auch gar nicht, wie die funktionieren sollen irgendwo. Hier war ich auch noch nicht. Guten Tag. Hallo. Hallo Was haben erstmal. wir denn hier? Ein Demigeist. Wo? Rebellion. Ach da. Alohomora. Wir sind vorbeigelatscht. Lecker Nüsse. Nüsse. Ich mag Nüsse. Oh, hier. Nüsse. Quatsch. Ah, hier, guck mal, eine Truhe. Schemel, Schemel, ganz für mich allein. Ich habe den Schemel wieder.
Ein paar Folgen habe ich ja mal gesagt, ich brauche einen Schemel. Der war plötzlich nicht mehr da, weil ich mir gekämpft habe. Und da habe ich gesagt, Schemel, Schemel, ganz hübsch. Hier ist der Demigeist, ich habe ihn gefunden. Den muss er wieder nachts machen. Ja. Du gehörst mir, Demigeist. Aber... Jetzt gehen wir wieder auf den Tag. Jetzt finde ich den besser. Oh! Zwillinge! Warte mal hier, guck mal. Hier, Zwillinge, guck mal. Dung, 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 dung. Ich komm mit. Dung, 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 dung. Der Wald ist verflucht. Wenn der Troll da drin ist, kommt er nicht wieder raus. Revelio. Jawoll! Verzaubte Vogelscheuche! Handbuchseite. Die schelmische, dreinblickende Vogelscheuche wurde vor langer Zeit verzaubert. Die schelmisch dreinblickende Vogelscheuche wurde vor langer Zeit verzaubert, um den Garten zu bewachen und die Krähen abzuwehren. Jetzt belästigt sie jedoch die Gärte, indem sie die Arbeit beleidigt. Geil! Hallo? Geil. Revelio. Okay. Es gibt eine verlassene Gruft an der Stelle, an der der Troll gehört wurde. Okay. Alohomora. Hier. Ah, ein Brief von Helen Thistlewood an den Bruder Eddie. Mein geliebter Eddie, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Es ist schon zu lange her, dass ich nach Hause konnte. Es wird dich interessieren, dass meine Zeit im Ministerium sich dem Ende zuneigt. Offenbar sind sie entschlossen, mich vorzeitig zu pensionieren. Und es gibt nicht viel, was ich dagegen ausrichten könne. Wie denn auch sei. In all meinen Jahren als Autorin, habe ich wieder und wieder erlebt, dass für die hohen Tiere ihre Machtpositionen über allem stehen, besonders über dem Wohlgehen ihrer Untergebenen. Genug davon. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich genug Zeit haben, dir ihr von meiner Erfahrung in großen, weiten Welt zu berichten. Sicher freust du dich, dass ich bald heimkehre. Ich denke jedoch daran, nicht in Upper Hopesfield niederzulassen. Er ist ja trotzdem sehr nah. Ich bin entschlossen, die mir verbleibende Zeit zu genießen, schließlich noch immer die Rätsel zu lösen. Deine liebste Schwester Helen Thistlewood, London. Sehr gut. Alles ein bisschen schön hier gemacht, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sieht ja gut aus hier. Revelio. Kommt schon außerhalb.
brauche ich den? Revelio. Ach, mal hier. Naja, gut dann. Also. Ach, hier. Radium Leviosa. Okay, ich glaube, ich habe den letzten. Pass mal auf. Ach, ey. Ich habe den letzten. Pass mal auf. Alles voll. Nee, das sind noch welche. Die waren letztes Mal noch nicht da. Die waren letztes Mal noch nicht da. Ich glaube, ich schwöre euch, der war letztes Mal noch nicht da. Geil. Na gut. Oder ich habe sie wirklich nicht gesehen, aber naja. Ich kann mit dem einen noch reden, dann haben wir nämlich da auch noch was. Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Erzähl mal. Sie klingen, als könnten Sie Hilfe brauchen. Oh ja, kann ich. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende, denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Daher habe ich 2 Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Oh, dieser Kaukohl könnte übel sein. Sie haben Kaukohl... Sie haben Kisten mit Kaukohl geschickt? Gegen Renrocks Bande? Ja, natürlich. Ich kenne mich mit Pflanzen aus. Und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Wo sind die Kisten? Wissen Sie, wo genau die Kisten sind? Soweit ich weiß, wurde eine südlich von Feldcroft gesichtet. Die andere soll südlich von Brockborough sein, in der Nähe des Flusses. Können Sie... Keine Kumal, super. Könnten Sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon, aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben, denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Stimmt. Warum greifen die Kobolde Feldcroft an? Warum sollten die Kobolde Feldcroft angreifen? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Also gut. Ich werde Ausschau nach 2 Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Was verkaufen Sie? Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Das werde ich gut gebrauchen können. Nee, blau, ne, war das, ne? Ah gut, ich habe gerade was verkauft, was ich eigentlich verkaufen wollte. Naja gut, ist egal jetzt. Vielen Dank. Hoffentlich bis bald dann. Gut. Was haben wir denn hier? Willkommen. Immer herein. Sehen Sie sich ruhig um. Eddie, der Angriff der Kobold-Rebellen auf Feldcroft werden immer häufiger. Es scheint, es würden sie nach etwas suchen. Aber zumindest mir fehlt die Vorstellungskraft und begreifen, warum sie unser kleines Dorf angreifen. Der Handel leidet ebenfalls darunter und die Menschen von Sorgen geplagt. Feldcroft könnte momentan sicherlich etwas
von meinem Optimismus und meiner Kreativität brauchen. Mir scheint immer so, als hätte ich die besten Ideen. Hast du deinen Vorschlag, mein Freund? Ich weiß nicht, wie viel länger Feldkopf durchhält. Dein Bernhard Nüglegrün, wie der heißt. Okay. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Willkommen, immer herein. Also warte mal, das war der. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Also versteckt, hallo. Problem an der Sache ist, ich weiß nicht, was das jetzt sein soll hier. Noch nichts gefunden, meine ich. Dann gehen wir mal gerade hier. Was sein muss, muss wohl sein. Sehr gut, sehr gut. Warte mal. Revelio. Ah, Cookie Tent. Wahrscheinlich hier oben. Hervorragend. Revelio. Revelio.
Hier ist was drin. Revelio. Hier muss doch was drin sein. Ja gut, keine Ahnung. Sei stark, Alexandra. Revelio. In dem Haus war was. Guck mal, hier ist ein Jussi. Was sein muss, muss wohl sein. Ist alles in Ordnung? Wenn das Dorf sie geschickt hat, um mit mir über... Ich weiß, was ich zu tun habe. Es kommt nicht oft vor, dass man seinen Troll einschläfern muss. Ich muss das erst verarbeiten. Ihr Troll? Was meinen Sie damit? Ich dachte, deshalb sind Sie hier. Tut mir leid. Wenn man so viel Zeit mit Trollen verbringt, vergisst man seine Manieren. Ich bin Alexandra. Ich wollte nicht unhöflich sein. Da Renrocks Bande überall ist, dachte ich, das Dorf braucht besseren Schutz. Aber mein Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe mich doch entschuldigt, als er gestern fast das halbe Dorf zertrampelt hat. Oh. Er braucht nur Zeit. Aber keiner kann ihn leiden. Sie finden es verrückt, dass ich einen Troll trainiere. Unmöglich sogar. Er ist mutig, es zu versuchen. Nun, auf jeden Fall erfordert es eine Menge Mut, es zu versuchen. Danke für Ihre Worte. Ich wünschte, andere würden das auch so sehen. Aber ich verstehe, warum alle so besorgt sind. Wieso habe ich mir nur in den Kopf gesetzt, ihn abzurichten? Hätte ich nur von Barnabas, dem Bekloppten, gelernt. Aber mein Troll ist mein Problem. Ich will ehrlich sein. Ich habe Angst, dass ich ihm nicht gewachsen bin. Er ist stärker als andere Trolle, mit denen ich zu tun hatte. Wüsste ich nur jemanden, der das für mich übernehmen könnte. Wer ist Barnabas der Bekloppte? Wer ist Barnabas der Bekloppte? Sie haben sicher den Wandteppich von ihm in Hogwarts gesehen. Im Korridor, ja. Im siebten Stock. Er hat angeblich versucht, Trolle fürs Ballett zu trainieren. Stellen Sie sich das mal vor. Genau, der lag unter dem Troll oder was? Ne, unter dem Bären, ne? Was genau sollte der Troll für Sie erledigen? Ich wollte ihn abrichten, damit er uns beschützen kann. Ich hatte Mühe, ihm auch nur ein oder zwei Wörter beizubringen. Von Selbstbeherrschung ganz zu schweigen. Vielleicht kann ich es machen. Oh? Das klingt nicht gerade verlockend, aber ich denke darüber nach. Oh nein, damit habe ich doch nicht Sie gemeint. Sie sollten das Gebiet südwestlich von hier meiden. Zumindest bis ich den Mut habe, zu tun, was getan werden muss. Trollbekämpfung. Ein wilder Troll in der Nähe eines Dorfes? Das könnte verheerend sein. Okay. Mir tut der Troll im Eisenbahntunnel fast schon leid. Der macht es sicher nicht mehr lange. In einem Tunnel in der Nähe haust ein Troll. Aber bestimmt nicht mehr lange. Revelio. Da müsste irgendwas drin sein hier.
Scheiße, aber wo? Gehen wir nach vorne? Hier vielleicht? Aber jetzt sieht man so ein bisschen was von, ne? Aber hier sieht man gar nichts. Revelio! Ich suche mal ein bisschen alles ab, aber ich sehe nichts. Keine Ahnung. Warum? Ich gehe nochmal hier hoch. Guck mal, hier geht. Hier soll ich hier entlang gehen. Okay. Mal hier hoch. Was soll ich denn machen, Gitte? Ich habe mit Alexandra Rickes gesprochen und mich gebeten, einen Troll zu besiegen, den sie erfolglos trainiert hat. Er hält die Tüte von... Okay. Du bist wohl Alexandras Freund. Ich sehe das schon. Hier, ne? Italianos! Rindo! Dann bring du! Ich weiß, es ist gemein, aber... Aber warum geht die immer nach vorne? Das ist das Problem. Geht man zurück und dann machen wir so. Ah, jetzt mal hier machen. Nein, 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 nein.
Natürlich ist das hier natürlich, warte mal. Ist natürlich das ein bisschen gemein. Es tut mir leid für Alexandra, aber das Dorf musste vor dem Troll beschützt werden. Das Problem an der Sache ist, du kriegst ja den... Kriegst den, wenn du das so machst. Nein, das kriegst du den nicht. Ist leider so. Warte mal hier. Ah. Fernfortschritt. Erste Woche Etikette war wohl etwas ehrgeizig für den Anfang. Wir müssen zunächst die Grundlagen des Nicht-Zermahlens vermitteln. Das behalte ich im Kopf. Boah, aber fahre trotzdem mit dem Lernplan der zweiten Woche fort. Noch sehr aggressiv. Hab nur ein paar Grunzlaute erreicht, noch mehr aggressiv. Das Temperament ist das Richtige, aber die schlägt sich ziemlich unkoordiniert. Irgendwie noch aggressiver. Ja, logisch, ey. Ist ja wohl klar. Trollunterrichtsplan. Woche 1. Sozialverhalten und Etikette. Bitte, danke, entschuldigen Sie, Verzeihung. Zweite Woche Redekunst. Eine Kräuterhexe war Spruch zu komplex. Das war's mit dem Gewächs. Redekunst. Einer Kräuterhex war der Spruch zu komplex. Das war's mit dem Gewächs. Seit dritter Woche Sicherheitstraining. Okay. Die hat doch nur gut gemeint. Oh Mann. Warum bin ich eigentlich hier? Sie hat's doch nur gut gemeint. Wenn wir jetzt hier hochgehen, was ist dann? Achso, ist noch ein. Aha. Moment mal, vielleicht ist es das. Hier ist ein Spinnenlager noch. Hast du deinen Meister gefunden? Ach, da ist er. Scheiße. Was ist denn hier los?
gehen. Man spielt doch keine gestohlene Vogel. Das war hier der Schiff. Hindu! Weil du unseren Hippogriff geklaut hast. Gesucht. Ringamos! Sandringo! Sandro! Ihr Unholde. Oh, ich glaube, ich bin schon 36 hier, ne? Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zugucken. Ich mache jetzt erstmal hier. Boah. Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Wir machen nächstes Woche, wir machen nächsten Tag weiter. Gebt dem Video einen Daumen hoch und ja. Video. Oh, geil. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, baby. Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, da wisst ihr Bescheid. Oje. Tschüss.